Hallo Bürger dieser Welt, hier ist Anonymous. Leider sehen wir uns gezwungen, ein Statement bezüglich des Verhaltens des deutschen Staates abzugeben. Wie die meisten von euch vermutlich bereits bemerkt haben, wurde am Mittwoch, den 8.6.2011, die Plattform Kino.to durch die GVU bzw. dem deutschen Staat mittels des BKR vom Netz genommen. Bei dieser Plattform handelt es sich um eine Stream-Suchmaschine, mit der man kostenlos Filme suchen konnte, die allerdings auf anderen Webseiten bzw. anderen Servern gehostet werden. Das Betreiben einer Suchmaschine für Videos ist nach unserem Ermessen nicht illegal. Nach Razzien in ganz Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, beschlagnahmte das BKA die Domain Kino.to und hinterließ diese Botschaft auf der Website. Als sofortige Reaktion schaltete Anonymous, getreu dem Motto, deine Regierung schaltet das Internet ab. Schalte du deine Regierung ab. Die Webseite der Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen gvu.de ab. Wir verurteilen es zutiefst, dass der Staat Teile des Internets abschaltet. Somit wurde die Freiheit des Internets erneut von staatlicher Seite her angegriffen und ein weiterer Schritt in Richtung Zensur beschritten. Auch bei einigen anderen Seiten gab es im Verlauf des Morgens Durchsuchungen. Deshalb sind die in der Beschreibung erwähnten Seiten nicht mehr erreichbar. Nach Servergate lässt sich dieses Geschehnis als zweiten Zwischenfall innerhalb kürzester Zeit ansehen, bei dem die Polizei in einer eindeutigen Grauzone handelt. Wissen ist frei. Streamen auch. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.